Wir machen weiter in San Francis Folly bei Tomb Raider 1 Remake. Mit ganz, ganz toller Musik, einem sehr tiefen Raum, der sehr farbenprächtig ist. Das muss ich jetzt mal sagen, die Farben sind sehr schön abgestimmt. Also sehr intensive Farbgebung. Und da ist schon die erste Tür, Neptun, die müssen wir irgendwie aufkriegen. Da drüben ist auch eine Fledermaus. Und hier ist auch eine. Genau. Gleich abschießen, da ist er weg. Und die andere ist, glaube ich, auch tot. Okay, dann haben wir hier einmal einen Schalter für Tor. Gut, dann sehen wir mal weiter. Ich glaube, wir machen erstmal alle Schalter und dann alle Türen. Ich glaube, das ist am schlauesten so. Hier haben wir noch einen Hebel, der Damokles öffnet, oder Damokles, jetzt geht das schon wieder los. Ich glaube, Damokles heißt der. Oder die, oder wie auch immer. Hier drüben ist nichts. Es gibt also Stellen, wo noch was liegt, deswegen gucke ich immer so genau. Dann gehen wir noch eine Etage tiefer. Nach hier unten. Genau. Hier ist nämlich schon wieder der Fledermaus, sogar zwei Stück. Die soll schon wieder in sich haben, also irgendwie braucht man da echt viele Schuss für. Also für Fledermäuse. Das ist schon mal nichts. Da können wir zurückspringen. Hebel ist hier, glaube ich, keiner. Ich sehe auf jeden Fall keinen. Das heißt, wir gehen noch eins tiefer. Genau, dann hoffe ich einfach mal, dass hier ein Hebel versteckt ist. Genau, hier ist einer. Dann ziehen wir den gleich. Öffnen Neptun. Und da drüben liegt, glaube ich, Munition. Und da springen wir jetzt einfach mal hin. Darüber, genau. Und dann holen wir uns die Muni. Schrotmunition. Hier, glaube ich, im Original lagen hier, glaube ich, Magnum-Munition. Bin mir aber nicht ganz sicher. So, speichern. Gut, und dann haben wir schon drei Hebel gezogen. Und da unten ist auch schon der vierte. Das heißt, das hätten wir dann schon geschafft. Alle Türen wären dann schon mal offen. So, dann würde ich sagen, ziehen wir diesen Hebel. Das ging jetzt alles ziemlich flott. Weil ich mich hier mittlerweile echt gut auskenne. Weil ich habe ja die Tomb Raider 1-App jetzt erst vor ein paar Wochen gespielt. Da habe ich das gespielt. Dann habe ich ein Let's Play gesehen. Dann habe ich selber ein Let's Play gemacht. Davor habe ich selber gespielt gehabt, glaube ich. Also ich kenne das Spiel mittlerweile nicht nur in- und auswendig, sondern in- und auswendig. Und deswegen geht das jetzt hier alles ein bisschen schneller. Und da kenne ich mich ganz gut aus. Außer wenn wieder irgendwelche Neuerungen kommen. Da bin ich da wieder aufgeschmissen. Das haben wir am Grab von Qualope gesehen. So, und hier hoch. Speichern. Und hier rüber. Und irgendwann dürfte nämlich auch schon die nächste Tür kommen. Oder die erste Tür, in die wir reingehen. Genau, Damokles. Und da drauf liegt ein großes Medipack. Das nehmen wir gleich mit. Perfekt. Und runter mit uns. Nach Damokles. Ich glaube, das ist der Raum mit den Schwertern, oder? Ja, der Raum mit den Schwertern. Wo auf dem ersten Weg nichts passiert, aber auf dem Rückweg dann. Das ist das Problem. Hier drauf liegt ein Schlüssel. Und zwar der Damokles-Schlüssel. Und hier oben drauf liegen ein paar Gegenstände. Hier, also ich merke echt, dass ich vor ein paar Wochen die Tomb Raider 1 App gespielt habe. Weil ich hier gerade echt noch total drin bin und das gerade erst alles gespielt habe. Ich kenne mich echt voll gut aus jetzt hier mittlerweile. Und runter mit uns. Speichern. Gut, und jetzt müssen wir halt auf die Spieße aufpassen. Hier auf die Schwerter. Aua, das hat wehgetan. Aber egal. Wir haben genug Medipacks. Wir haben es überlebt. Deswegen würde ich sagen, nehmen wir einfach mal ein kleines Medipack. Das können wir verkraften.
Und in der Tomb Raider 1 App kam, wo ich hier rauskam, direkt wieder der Mistmann. Der Pierre, glaube ich. Larsen haben wir ja schon abgeschossen. Oder? Larsen war der Rote, den wir abgeschossen haben. Aber ich glaube, der hat... Hat er überlebt? Ach, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, hier haben wir es nämlich eher mit Pierre zu tun, aber den sehe ich jetzt gerade nicht. Wenn der überhaupt hier ist, weil vorhin war der Pierre ja auch nicht da. Genau, für den Pierre waren nämlich Löwen da. Und die sind gerade auch da. Es kann sein, dass der Pierre hier gar nicht rumläuft. Und vielleicht erst am Ende kommt oder so. Naja, lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen so lang in Tor. Zur Blitzkugel. Donner. Donnerwetter. Oh je, das ist anders hier als im Original. Sehe ich gerade. Das ist anders. Ich schieße jetzt mal den Gorilla ab. Oh, okay. Ja, also. Original gibt es hier keine Blitze. Hier schon. Und hier ist es so, dass der Hammer schon auf dem Boden liegt. Im Original muss man den selber irgendwie runterholen. Also, das ist hier etwas anders aufgebaut. Finde ich ja jetzt sehr interessant. Hier kann man direkt hochklettern und... Ja, das ist anders als im Original. Wir müssen nämlich jetzt hier rüberspringen. Auf eine schwebende Plattform. Ach, wie logisch ist das denn? Und dann laden wir das, weil wir runtergefallen sind. Und springen hier rüber. Speichern den Fortschritt. Und springen hier rüber. Das funktioniert ja ganz gut. Okay, hier kommt kein Blitz. Okay. Da kann ich also hochklettern. Denke ich einfach mal. Dann kann ich hier drauf. Das funktioniert ja ganz gut hier. Okay. Und nach da drüben. Und darüber. Hier kann man jetzt mal gucken. Da von diesen Dingern, wo ich da drauf stehe, kommen, glaube ich, sogar die Blitze runter, oder? Nee, doch nicht. Sah nur so aus. Da drüben ist das Medipack, was ich natürlich unbedingt haben will. Und das hole ich mir jetzt auch. Wenn ich da überhaupt rankomme. Okay. Nee, auch so nicht. Okay, ich glaube, das geht nicht. Wir müssten dann wahrscheinlich von der anderen Seite, von da drüben nämlich, darüber springen. Um an das Medipack zu kommen. Also ich würde sagen, wir springen gerade mal hier zurück. Und hier rüber. Oh, oh, jetzt brennen wir sogar. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wie macht man das denn hier? Mit dem Medipack vor allem. Okay, also da muss ich dann wohl doch aufpassen, dass ich nicht da drauf renne, wenn gerade der Blitz drunter ist. Also warten wir den Blitz ab. Genau, jetzt. Und schnell hier rüber. So. Andere Stelle speichern. Blitz abwarten. Und rüberspringen. Okay, Blitz kam. Okay, das war jetzt so nett geplant, aber hat funktioniert. Und dann können wir jetzt, glaube ich, darüber springen. Okay, und wahrscheinlich werden wir jetzt geputzelt. Ne, geht sogar. Okay. Das war nichts. Da müssen wir jetzt irgendwie probieren, reinzukommen. Passt. Und hier liegt nämlich der nächste Schlüssel. Ne, ich korrigiere, er steht. Und zwar der Damoklesschlüssel. Ne, wir sind ja schon im nächsten. Und zwar am Tor. Tor-Key. Und jetzt müsste man eigentlich irgendwie an das Medipack kommen. Ah, ich sehe schon. Ich sehe schon. Hier hat sich ein Block hochgefahren.
Wie auch immer, auf jeden Fall ist er jetzt da. Und wir holen uns das Medipack. Wunderbar. Das hat gut geklappt. Das war Tor und haben wir erledigt. Zwei Schlüssel haben wir. Das war schon mal eine Neuerung in diesem Level. Und das ist hier, wie gesagt, die Original-Blitzkugel. Schön, das hätten wir geschafft. Auch trotz der erhöhten Schwierigkeit haben wir das Ganze hier gemeistert und können jetzt eine Etage weiter nach oben. Aber nicht hier, sondern hier hoch. Okay. Und hier hängen natürlich überall noch Fackeln rum, was natürlich auch mini kleine Neuheiten sind, die aber eigentlich so gut wie gar nicht erwähnenswert sind. Aber ich habe es jetzt trotzdem gesagt. Liegt da drüben was oder sah das nur so aus? Ja, da liegt ein Medipack und zwar ein kleines. Das habe ich vorhin, glaube ich, übersehen. Das nehmen wir mit und gehen zurück. Speichern den Fortschritt und gehen in Atlas. Atlas ist Schimpanse und Kugel. Was? Drei Schuss? Wieso bleibt er stehen? Irgendwie haben die eine Macke. Hier, was ist das denn? Drei Schuss auf der Schrotflinte und immer noch nicht tot. Und jetzt hier noch tausendmal mit der Pistole draufgeballert und... Boah, sind die stark. Also irgendwie sind die Gegner hier in diesem Spiel sauschwer. Muss ich ja immer wieder feststellen. Ah, da ist ein Medipack. Was wir jetzt sehr gut gebrauchen können. Und da ist die Kugel. Die lösen wir jetzt einfach mal aus. Oh, da kommt sie. Ja, das geht auch schneller. Aber wir haben es überlebt. Wunderbar. Gut, dann zurück, bevor die uns überrollt und wir sterben. Das ist mir nämlich auch schon öfter passiert. Und jetzt da ist es das, glaube ich, auch schon. Wir müssen nämlich nur noch hier hoch und den Schlüssel holen. Dann haben wir das, glaube ich, auch geschafft. Das geht richtig schnell, wenn man weiß, wie alles geht. Liegt halt echt daran, weil ich es jetzt neulich wieder gespielt habe. Halt auf dem Handy, aber das ist ja kein großer Unterschied. Nur, dass die Steuerung halt schwerer ist. Okay, dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum Neptun. Neptun, wir kommen. Genau, hier langsam hoch. Ah, da ist eine Fledermaus. Wunderbar. Waffen weg, Lara, und hoch mit uns. Speichern. Hier ist die Stelle mit dem Secret. Das holen wir uns gleich. Jetzt müssen wir aber erstmal nach ganz oben. Hier rüber, genau. Und in Neptun. Auf der Seite ist ja nichts, glaube ich. Genau, da ist nichts. Und hier ist Neptun. Unser Wasserpool. Okay. Boah, das ging schnell. Wow. Hier, das finde ich echt krass. Das habe ich noch nie geschafft, so schnell alle vier Schlüssel zu bekommen. Also ich habe das immer... Oh, oh, oh. Ich glaube, hier haben wir was falsch gemacht. Muss ich den Hebel nochmal ziehen? Ich glaube, jetzt sterben wir gleich erstmal. Oh je, das wird jetzt knapp. Ja.
Okay, laden. So, wir probieren das Ganze nochmal. Und diesmal ohne abzusaufen. Nee, was ich eben sagen wollte, ich habe es noch nie geschafft, so schnell alle vier Schlüssel zu finden. Vor allem jetzt in einer Folge haben wir das Ganze hier gepackt. In einer einzigen Folge haben wir alle vier Schlüssel gefunden. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt auch das Level noch, weil das ist ja jetzt eigentlich so gut wie fertig. So, hier haben wir nämlich jetzt den Schlüssel. Aber was ich mich frage, ist, wie man hier wieder rauskommt. Wie komme ich hier wieder hoch? Hä? Eben ging das nicht. Gut, egal. Auf jeden Fall ist jetzt keine Strömung mehr da. Und jetzt können wir hier schön hochschwimmen. Zur wunderschönen blauen Wasseroberfläche. Die von oben lila ist. Finde ich echt eine schöne Farbgebung. Ich finde generell, dass diese ganzen Level hier so richtig farbenfroh gestaltet sind. Richtig schön. So. Jetzt würde ich sagen, holen wir noch das Geheimnis und verlassen das Levelchen. Eigentlich ist es ja ein ziemlich großes und komplexes Level. Vor allem, wenn man sich nicht auskennt, kann man hier eine Stunde drin verbringen. Aber das haben wir jetzt ganz schnell hingekriegt. So, hier einmal runter. Und erstmal das Geheimnis holen. Ganz wichtig. Das habe ich auch vorhin schon trainiert, vor einer Woche oder vor 2 Wochen. Wo ich das auf der App gespielt habe. So, runter, genau. Und eine Rückwärtsrolle. Und dann so runter. Und so runter. Und dann sprinten. Vielleicht nochmal Medipack nehmen. Und jetzt hier unten rein. So, wunderbar. Wir haben Munition. Für unsere Wölfe, oder was das ist. Tiger? Nee, Leoparden. Nee, was laber ich da? Es sind keine Tiger. Tiger sind orange-schwarz gestreift. Leoparden sind gefleckt. Und dann sind das... Wölfe sind das auch nicht. Das sind... Bin ich jetzt bescheuert? Wölfe hatten wir am Anfang, in den ersten Leveln. Da hatten wir Wölfe, diese grauen Wölfe. Und das... sind Löwen. Löwen. Oh Mann. Also manchmal hat man echt hier, steht man echt auf der Leitung. Okay, das waren Löwen. So, zum Mitschreiben. Löwen. Gut, dann würde ich sagen, setzen wir diese 4 Schlüssel ein, freuen uns, dass der Pierre uns nicht auf die Nerven gegangen ist und verlassen das Level. Neptun-Schlüssel. Klack. Dann haben wir den Atlas-Schlüssel. Perfekt. Dann haben wir den Damokles-Schlüssel. Und zu guter Letzt, was fehlt noch? Tor, genau, Tor fehlt noch. Wunderbar. So. Das hätten wir geschafft. Die Tür öffnet sich. Und wir verlassen das Level und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.